Ich lex, Tommy, ich lex. Den Text könnt ihr euch alle mal durchlesen. Sehr wichtig. Jetzt. Ah. Damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt hier nämlich Outrun Razor 2. Der zweite Teil, ja, da haben wir schon ein paar Wagen mehr. Haben ein paar detaillierte Strecken und so weiter. Ja, würde ich einfach mal sagen, ja, ich habe schon mal ein Profil eingerichtet. Und unser Wagen ist ein Mini. Gehen wir nochmal gleich in die Meisterschaft. In die Gruppe A. Willkommen in Gruppe A. Hier gibt's nur Autos, also bleib auf dich. Trotzdem, Taktik und Fahrer können gefragt, wenn du heil ans Ziel gelangen willst. Das unterscheidet den Profi vom Anfänger. Messe dich auf 6 Strecken einigen sehr talentierten Fahrern. Das ist deine Chance, dir einen Namen zu machen und dich für die nächste Gruppe qualifizieren. Also, leg los und zeig ihnen, was du kannst. Also, ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt, das ruckelt ein klein wenig, aber im Spiel wird das absolut nicht auffallen. Okay, da haben wir unser Mini, wir haben 800 D-Mark schon auf Kasse. Ich weiß nicht, was wir uns dafür noch kaufen können. Kein Tune-Up, keine Bremsen, kein Gang, keine neuen Reifen und Turbo können wir auch ebenfalls vergessen. Ist noch nichts dabei, ich muss mal kurz in die Notion gucken. Wir müssen auf niedrigen Auflösungen spielen. Wir fangen in Dortmund an. Das Preisgeld für den ersten Platz 6000 D-Mark. Fangen wir doch glatt mal an. Ja, Grafik ist ein bisschen schlechter, aber meine Güte, davon läuft's flüssig. Jo, los geht das schon. Anzeigen sind ein klein wenig klein, wie man schön sehen kann. Wir fahren hier den Mini. Ich muss mich an die Steuerung total ungewöhnen. Ups. Polizei! Lass mich da. Die haben übrigens keine rollenden Reifen. Deshalb kann man die wunderbar unterscheiden. Und die stärkeren Fahrzeuge sollen übrigens die Trannies sein. Finde ich übrigens recht amüsant. Aber naja. Ups, wir wurden geblitzt. Was das war, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall läuft das Spiel mit der Auflösung recht angenehm. Das ist immer Geisterfahrer. Muhahaha. Das ist Dortmund, also. Nein. Und wir sind derzeit, wenn ich das bei der Kleinschrift erkennen kann, Vierter. Nein! Idiot.
Geht doch ganz schön vorbei. Dann gehen wir mal schnell zum Quick Service. Da kann man mal flott vorbeifahren und sich die Karre reparieren lassen, falls sie nur Schaden hat. Oder den Turbo vollladen. So, mein Tipp bei dieser Strecke, schön hier lang fahren. Keine Ahnung, was man da alles kaputt fährt, aber ja, wer weiß. Soweit ich weiß, war hier mal ein Blitzer. Da ist er. Radarbonus. Und schön alles abfahren. Das macht, hat zwar keinen Sinn, aber es macht unheimlich viel Spaß. Guck mal, ich fahre 137 und wenn ich die Lampen umfahre, bleibe ich bei der Geschwindigkeit. Da hinten ist wieder die Polizei. Hey, lass mich durch. Wir sind übrigens Dritter. Und haben die Blitzer nicht umgefahren. Die Polizei lässt uns nicht vorbei. Funktioniert die Uber eigentlich? Ja. Da ist ein Smart. Und wir wurden schon wieder geblitzt. Ja, 120 in der Innenstadt ist ein bisschen viel. Ich sage nur ein bisschen. Was habe ich damals als Kind immer zu Dortmund gesagt? Dort ist es immer dunkel. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Wir fahren durch den Hauptbahnhof. Ah, auf Gleis 7 fährt gleich... Nein, auf Gleis 7 kommt eine Bahn verspätet an. Und zwar um 45 Minuten. Wollen wir es mal realistisch betrachten. Hey, was willst du da hinter mir? Nein, ist nicht vorbei. Nein. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Musik ist viel zu angenehm für ein Rennspiel. Oh, was ist mit dem passiert? Ah, gegen eine Wand gefahren. Jetzt kann er nicht mehr weiter. Die können immerhin rückwärts fahren. Das, da gibt es richtig viele Spiele, da können die... Da kann die künstliche Intelligenz überhaupt nicht rückwärts fahren. Die nutzen dann überhaupt keine Umwege. Was hier auf dem Boden liegt, weiß ich leider selber nicht. Ich habe es damals für Filmrollen angenommen. Aber wer weiß. Ja, wir müssen uns leider mit dieser Grafik zufrieden geben, weil wenn ich es dann unter 3D spielen würde, das wäre natürlich das absolute Highlight, wenn ich das unter 3D spielen könnte. Aber naja, man kann halt eben nicht alles haben. Unter 3D würde es eventuell auch ruckeln. Wen schon da unten aufgefallen ist, nein, ich habe keinen Schaden. Auch so oder so nicht. Wir wollen wieder ein Trabant. Wir sind jetzt Zweiter, aber wird ja zum Teufels Erster. Ich habe keinen Schaden. Das liegt wahrscheinlich an der Auflösung, weshalb da immer noch so ein kleiner roter Strich zu sehen ist. Habt ihr ja bestimmt auch gesehen, wir sind durch den Service vorbeigefahren und haben trotzdem noch eine Schadensanzeige. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Ups, stand im Stau. Aber übrigens, die Grafik ist mal wieder auf dem allerneuesten Stand, wie man hier sehen kann. Man hat das schon an die Polizeiwagen gesehen, die haben richtig detaillierte Reifen, die sich noch nicht mal bewegen. Und selbst diese richtig harte Animation von Weißbild, das plötzlich erscheint, das ist wirklich... allerhöchste Klasse. So, wie viele Runden müssen wir denn fahren? Zwei. Und nicht, dass ihr euch wundern werdet, wir sind jetzt gerade bei Gruppe A. Also theoretisch fahren wir bei allen Gruppen immer die gleichen Strecken. Bei Gruppe B halt immer mal eine Strecke mehr und bei Gruppe C zwei Strecken mehr. Also wundert euch nicht, wenn es hier da teilweise mal eintönig wird. Aber ich versuche es so
nicht eintönig wie möglich zu machen. Ich bin jetzt gerade gegen ein Auto gefahren, dafür sind wir jetzt Dritter und haben die Polizei vorbeigelassen. Das ist auch mal schön, die wollen uns nicht. Tja, wir haben uns leider den zweiten Platz vermasselt, aber Dritter, meine Güte, für den Anfang ist das doch was. Und jetzt erstmal querstellen, das ist immer wichtig. Oben steht sogar Rennen beendet und nicht geendet. Guck mal, die machen es alle nach. Ey, das bezahlst du aber, mein Lieber. Na, dann ab ins Menü und weiter geht's. Gratulation, beste Rundenzeit und beste Gesamtzeit. Das ist doch schön. Gegen Cameron. Sehr gut. Ja, wir sind Dritter. Und wir haben jetzt 5400 D-Mark. Guck ich mal kurz im Showroom. Der kostet 20.000. Für den brauchen wir 23.000 für den Clever. Ja, das ist ein schönes Wortspiel. Der Wagen heißt ja normalerweise Smart. Und hier heißt er einfach Clever. Das ist Clever. Und hier heißt er Krokant. Mercator A war den ersten, zweiten und dritten Platz in dieser Gruppe. Okay, und Lothlorien. Da brauchen wir den Gesamtsieg. Okay, reicht aber für ein paar Upgrades. Den Motor können wir zum Beispiel upgraden. Tja, entweder Reifen oder neuer Motor. Neuer Motor montiert. Ah, dann nehmen wir das. Startposition 3, wir fahren diesmal Autobahn, Dortmund Richtung Frankfurt. Spannende Musik. Ja, ja. Los! Reifen quietschen. Und jetzt. Trabant. Adieu. Das ist bescheuert. Ein Brite überholt ein deutsches Fahrzeug? Kann man das so sagen? DDR? Ja. Na meine Güte, ich habe nichts gegen den Trabant. Das ist ein schönes Fahrzeug. Gut, wir fahren eine Autobahn und ich überholt gerade ein Clever. Und die Fahrbahn wird länger. Ah, die Überholspur wird wenigstens weggenommen. Nein, du darfst da nicht auf der Spur. Ups. Eng. Aber das ist Mini, verdammter. Wir sind übrigens Erster. Das ist doch schon mehr eine Musik, die mich dazu antreiben würde, zu rasen wie ein Irrer. Auch wenn die bei mir jetzt auf dem Ohr ziemlich leise ist. Wir haben einen Checkpoint-Bonus. Ja, da oben läuft irgendwas ab. Irgendein Countdown. Ich weiß nicht, wofür der gut ist. Hey, dein LKW ist hinten offen. Mit der 3 können wir übrigens Rücksicht machen. Ja, wir machen Rücksicht. Ah, das ist ein Opel. Aber ich bleibe auf dem Standstreifen. Der hatte bestimmt eine Panne. Das war keine Absicht, dass der sich quergestellt hat. Hatte einfach nur eine Panne. Gehen wir mal sicherheitshalber zum Quick Service. Geht ja wahnsinnig schnell. Braucht einfach nur an eine Tankstelle vorbeizufahren und zack ist eure Karre repariert. Wir wurden schon wieder geblitzt. Was eigentlich wenig Sinn macht. 140 fahren wir seit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Baustelle. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Hier ist Wagen 12. Wir verfolgen momentan einen Rooster mit überhöhter Geschwindigkeit. Alle Einheiten ausschauen nach einem Raserei. Was? Die suchen mich? Wieso denn das? Entschuldigt mal, Kollegen, aber da sind zufällig noch 6 andere, die auch rasen wie die Irren. Und auf die wird keine Rücksicht genommen. Aha.
ist ja immer so allgemein in den Spielen. Da kann zum Beispiel eine künstliche Intelligenz alles von den Gegnern kaputt machen. Wir machen mal nichts. Trotzdem kriegen wir eins auf die Fresse. Das ist irgendwie seltsam. So, wenn hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung wären, würden wir jetzt eigentlich ordentlich fahren. Wohin sachgemäß? Wir blinken bloß nicht. Und die Dinger fahren wir jetzt alle um. Ha, Radarbonus. Wir sind schon am Ziel. Tankstelle. Zika! Fertsch. Da kommen sogar noch welche durch. Oh, guten Tag, Kollegen. Nein, ich fahre einen anderen roten. Sie wollen bestimmt einen anderen verfolgen. Und das Kennzeichen? Ach, gibt doch etliche mit den gleichen Kennzeichen.